Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Es ist Max Out Monday. Wieder Zeit zum Pushen. Und ihr wisst genau, was heute drankommt. Erstmal noch was Älteres. Und zwar der hier. Wir haben endlich genug Bonbons, um den zu maxen. Hab ein paar Mergel oder Azugel gebrütet. Jetzt beim Event 7er Eier. Checkt das Video von heute Mittag ab. Was regionale Shinies anbelangt, waren wir immer noch erfolglos. Aber wir haben was anderes Shiny gebrütet, was ziemlich saftig ist. Also schaut vorbei und Azumergel Max 1588. Dann natürlich, passend zum C-Day gestern, checkt das Video vom C-Day ab, das war auch nicht schlecht. Shelterra, 100er vom C-Day gefangen. Hatte ich davor nicht, dementsprechend ein neuer 100er in meiner Sammlung mit der C-Day-Attacke. Power up. War Level 34, das heißt, ich muss ihn nur noch 12 mal pushen. Was natürlich mega saftig ist. So viel Staub gespart. Das ist einfach nur schmackhaft. Anders kann man es gar nicht beschreiben. Beim Besser geht es nur ein Level noch, also 35. Wetterboost, super saftig. Puh. Checkt das Video ab vom C-Day und schreibt unten in die Kommentare, wie euer C-Day so lief. So. Also heute geht das relativ fix mit dem Pushen. Alles relativ hoch. Kommt über 3000? Wahrscheinlich nicht. Aber die anderen Sachen kommen auch nicht über 3000. Also. Ist jetzt zum Beispiel schon mal höher als dieser Floor. Ja, 29,34. Ich will nochmal ganz kurz schauen. Pflanze. Und 4 Sterne. Ups. Und dann Max WP. Ah ja. Bei weitem mehr als Gewaltiger und Isoflor. Und Megania sowieso. Ein Pflanzenstarter gab es doch noch, oder nicht? Ne, 4 Gems. 4 Pflanzenstarter, das war's. Auf jeden Fall von denen zwar die meisten WP, aber dieser Floor und Gewaltiger trotzdem noch besser. Naja, auf jeden Fall zu guter Schluss haben wir noch, ihr wisst es, den Hammer gejagt. Ich hatte einen 93er Normalform Max. 100er Verteidigungsform Max. 98er Initiativform Max. Und ich hatte nichts angesormäßig zum Pushen. Habe den gejagt, habe mich auf Ultra Bonus Woche 2 gefreut. Dioxys. Genau die Form, die man alleine machen konnte. Konnte ich auf Jagd gehen, konnte den alleine jagen, jeden mitnehmen, den ich sehe. Und es hat sich ausgezahlt. Wir haben den 100er bekommen. Ich meine, 93 Angriff 15 wäre mir genug gewesen, aber hey, wieso nicht? Dann wir kriegen direkt den 100er. Auch da könnt ihr gerne das Video abchecken, wie ich mich über den freue. Und dann, ich meine, Angesform, Dioxys, ja, nur für die Sammlung. Heute Abend 22 Uhr Start, Woche 3 vom Bonus, vom Ultra Bonus. Und ab morgen ist Mewtwo wieder am Start. In Shiny Form, mit der neuen Attacke. Und die soll irgendwie gerade gebufft worden sein und ziemlich mächtig sogar sein. Näheres dann morgen im Video, aber ja, meine Angst von Dioxys, alle Formen von Dioxys und Dioxys X-Rays an sich jetzt nicht so gehypt gewesen. Wie gesagt, für die Sammlung habe ich den auf jeden Fall gerne mitgenommen. Und bestimmt, also ich werde sicher mit dem hier und da mal kämpfen, vor allem weil ich so viele Tote habe, dass jedes Pokémon von mir mal dran kommt. Aber jetzt, wenn es nur um diesen Nutzen geht, wie immer alle sagen, dann natürlich jetzt nicht so das Geilste. Aber wie gesagt, ich freue mich trotzdem über den. Und dann war es auch schon mit Max und Monday. Natürlich haben wir noch einen Box am Start. Bin wie immer darauf gespannt. Aber 3 gemaxt. Gemaxt, also bei Azumarill habe ich einfach nur zweimal auf Pushen gedrückt. Und bei Shelterra musste ich jetzt auch nicht viel pushen.
Aber drei neue für die Sammlung. Ich habe, boah, ich weiß gar nicht mehr die Zahl auswendig. Mir haben nicht mehr so viele gefehlt. Bisschen was über 100, 108, 109, irgendwie sowas. Ich versuche jetzt demnächst auf jeden Fall unter 100 zu kommen. Jeden Max on Monday 3, 4 zu pushen. Muss natürlich auch Sinn ergeben. Also zum Beispiel fehlen mir von Gen 1 nur noch 9 Stück oder so. Aber das sind halt 9. Die warten noch auf ein Event. Zum Beispiel Pummelhof. Der kommt ja noch irgendwann Shiny oder Pipi. Ja, wobei, Pi und Pipi gibt es ja eigentlich schon Shiny. Oder Vulpix, normal Vulpix. Die kriegen ja noch irgendwie ein Event, wo sie Shiny rauskommen und da werde ich die eigentlich pushen. Und das gab es ja halt bisher noch nicht. Oder ich mache es halt einfach so, ich pushe die einfach. Ich scheiße auf irgendwelche Events, wo sie irgendwann mal kommen könnten und pushe die jetzt einfach im Sinne von, dass wir Gen 1 abhaken. Das könnte ich natürlich auch so machen. Muss ich mir noch überlegen. Und von Gen 2 fehlt eigentlich auch nicht so viel. Ich habe mal geschaut, so um die 20. Das heißt, Gen 1 und 2 können wir eigentlich in den nächsten paar Malen abschließen und dann können wir uns auf Gen 3 konzentrieren. Da habe ich nicht so viele 100er, aber viele 98er Lucky Sachen. Das heißt, max-technisch würde uns das eine Menge Staub sparen. Dann halt Gen 4. Wahrscheinlich auch eine Menge Lucky Sachen. Und jetzt dann mit dem Ultra-Bonus Woche 3 kommt dann Gen 5. Also schauen wir mal, was der Staub uns so macht. Ich meine, diese Woche natürlich eine Menge gebrütet und nächste Woche auch noch. Dementsprechend auch relativ viel Staub gemacht. Wir sind immer noch über 5 Millionen. Was natürlich sehr, sehr nice ist. Und 25,80. Angst vor dem Deoxys auf Max. Mann, habe ich dich gejagt. Mann, bin ich froh, dich bekommen zu haben. So, schauen wir mal. Grüße gehen raus an Kingsloot. Link ist unten in der Beschreibung. Jeden Monat eine Box bezüglich Gaming, Anime, Geek und Nerd-Stuff. Übrigens, Euer. Erstens, One Piece, der Film Stampede. Ich freue mich richtig drauf. Hab einen neuen Trailer gesehen. Sah richtig geil aus. Und ich bin wieder aktuell, was den Manga anbelangt. Ich bin gehypt. Ich bin gehypt. Ich kann nur sagen, nee, ich sag gar nichts. Dann heute wieder rum wegen Spoilern. Selbst wenn ich nur Kleinigkeiten andeute. Ich sag absolut gar nichts, auf jeden Fall nur. Ich bin gehypt. So, wir fangen an mit dem Shirt. Das Shirt ist. Ah, okay. Freddy's. Plus so eine Anspielung mit diesen vier Kästchen Gesichtern. Ist ganz cool. Ist ganz chillig. Gönnt euch. So. Und die Farbe finde ich auch okay, dunkelblau. Ich sehe schon echt eine Menge Sachen. Suicide Squad Menüfigur. Kann man sammeln. Bin ich jetzt nicht so der Fan von. Begeistert mich jetzt nicht so krass. Aber nett für Sammler. Ich sehe was Klasses, was ihr nicht seht. Das ist ein Terminator Skull. Totenschädel. Soll ich ihn auspacken? Ich packe ihn mal aus. Oh. Das ist schon verrückt. Aber sieht echt cool aus. Wow, ich habe was Krasses gesehen, aber erstmal hier. Eine Badeente im Joker-Style. Alles klar. Sehr nice. Sonic. The Hedgehog, Dr. Eggman. Sammelfigur. Also ich war auch mega der Sonic-Fan früher. Sonic auch Kult für mich. Film. Film sollte auch irgendwann rauskommen. Gab es ja diesen Trailer, der ziemlich gehatet wurde, weil Sonic so komisch aussah, viel zu lange Beine und so hatte. Ein Untersetzer und das Krasse, was ich gesehen habe. Haltet euch fest. Super Mario Trading Cards Collector Pack. Eine Trading Card. Erstmal aufreißen hier. Waluigi, nein. Ach so, okay. Sowas. Ich dachte echt so ein Sammelkartenspiel, so Yu-Gi-Oh! Mäßig, aber. Okay.
Waluigi. Grüße gehen raus an Nico. Er war nämlich Waluigi immer. Wer Nico kennt, weiß wieso. Danke für die Box. Kingsloot, wie gesagt, Link ist in der Beschreibung. Das war's von Max on Monday. Schreibt in die Kommentare, welche Pokémon ihr diese Woche gemaxt habt. Ansonsten, ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.